Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blooms Tower Defense 6 hier auf meinem Kanal. Auf Glocke oder könnt ihr es wenn lasst ein Abo da, liked die Videos, schreibt es in den Kommentaren und aktiviert die Glocke. Und los geht's. Wir müssen anfangen. Wie fangen wir an? Ich fange am liebsten immer mit dem hier an. Und zur Sicherheit immer ein paar. Ich muss neue Nägel kaufen. Fällt mir gerade wieder ein. Immer so ein paar Reißnägel hier hin, immer so viel wie es geht. Rettet uns am Ende den Arsch, wenn der Kleine da hinten es nicht schafft. Und los geht's. Obwohl der Kleine richtig gut ist. Hey, wie heißt der Pionier? Nein. Affenpionier. Pionier. Ja, der Affenpionier ist klasse. Also, ist einer meiner Lieblinge. Rein mit euch, Kinder. Einmal baden. Okay, ich würde sagen, wir brauchen jetzt nächstes erstmal eine Kanone, sicherheitshalber. Kann man nie was verkehrt machen. Um gegen Pleiernde anzugehen. Obwohl, ich könnte warten, bis ich Etienne habe. Ah, und hier gehen sie schon durch. Oh mein Gott. Was für ein Glück, dass ich meine Nägel da liegen habe. Okay, komm, wir nehmen doch ein Geschütz mit. Sicherheitshalber, jetzt gehen wir auf Etienne und dann gehen wir auf den neuen Affen. Ich habe eigentlich schon ein, zwei Videos mit Affen rausgebracht. Ich weiß es gar nicht, aber auf der Karte. Auf jeden Fall ein Video. Ja. Machen noch ein Video auf derselben Karte. Hm, ist das dumm. Ja, ich weiß, dafür bin ich leider bekannt. Bist du bekannt? Nein, nein, leider nicht. Wärst du es gern? Ja, so ein bisschen. Okay, ja komm. Etienne, Etienne, Etienne. Ich möchte mein Etienne haben. Ich möchte mein Etienne haben. Yes! Etienne, Baby, komm auf die Bühne und sag Hallo. Here we go! Yes, guter Junge, und gib Gas. Ihr macht das. Wir holen uns als nächstes den neuen Affen. Ja, kriegen wir hin. Obwohl ich werde erstmal den Pionier. Ja, komm. Obwohl, nee, wir haben erstmal eine stabile Front. Machen wir es mal so. Nächstes ist das hier, damit wir ein bisschen stärkeren Angriff haben. Ja, ich mache nur eine kurze, knackige Runde bis 40, dann sind das was, 18 Minuten, 16 Minuten Videomaterial. Ich bin faul. Obwohl es gerade an der Uhrzeit liegt. Ich habe gerade jetzt vorher schon Vollgas aufgenommen, Season 3. Ich dachte, es ist einfacher. Oh, ich bin alt. Dass ich irgendwie den Plan hatte, wie ich die ersten beiden Welten hinkriege. Obwohl die zweite Welt richtig easy ist bei Wintersport. Und bei der dritten bin ich trotzdem noch gescheitert. Ich bin zu langsam. Aber okay, jetzt seht ihr alles in dem Video. 17.30 Uhr. Fall Guys. Auch heute. Und ja, wir gehen doch auf den Affen. Ja, können wir uns holen. Ich glaube, ersten haben wir schon. Ich will den hier hin haben. Wegen der Feuerkraft. Nee, machen wir hier hin. Noch fixieren wir ihn erstmal. Und Angriff. Wir gehen dann auch auf das untere. Das ist für mich irgendwie Schrotmuni, aber okay. Oder der sogenannte Punkt, 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 Turm. Auch eins meiner Helden. Einer meiner vier Helden. Ja, ich versuche irgendwann mal in die Richtung. Nein, ich werde nie in die Richtung gehen können. So gut wie sie bin ich nicht im Game und. Aber das sind meine Vorbilder. Und eher so soll mein Kanal werden als jetzt von gewissen anderen YouTubern, die Clickbait betreiben und bla bla bla. Das ist nicht mein Ding. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und weil ich Aufmerksamkeit von euch will. Bitte gib mir Aufmerksamkeit. Ja, Sibiu, Sibiu, Sibiu. Mann, mache ich ihn erstmal fertig oder gehen wir auf ihn? Wir gehen auf ihn. Wir gehen auch erstmal auf das untere. Ich würde erst sagen, ich gehe auf das als auf das. Weil irgendwann können sie sowieso Getarnte sehen. Das liegt ja an Etienne. Etienne macht ja irgendwann die Getarnten für alle sichtbar. Sobald wir die Drohne einmal hier im Kreis fliegen sehen, wissen wir, Etienne hat es geschafft. Okay, muss auch bald Bleiernde kommen. Hierauf gehen wir nochmal, dann gehen wir jetzt auf unten. 4000 brauchen wir. Ich überlege, ob ich meinen Pionier erstmal aufbaue. Weil der macht ja auch gut Schaden. Ja, machen wir.
Etienne. Ja, komm, mein kleiner Pionier, du wirst stärker und stärker und stärker. Du bist mein Held, yes. Okay, das reicht erstmal mit meinem Pionier. Jetzt gehen wir ganz kurz noch auf meinen Kleinen hier. Auf mein Geschütz. Und gehen wir, skillen wir, wie sagt man, skillen wir jetzt gleich auf die Mitte oder skillen wir erstmal auf unten? Ich glaube, den können wir noch machen. Und dann skillen wir erstmal auf unten und holen uns das Bum-Bum, Splitterbomben, Streubomben, Feuergestreute, Geschütz. Ja, ja, ich, so heißt es in echt. Ja, ja. Ich kenne mich aus mit dem Fach. Jargon. Oh, oh, ja, ja, ja. Etienne, du schaffst es. Etienne, Baby, mein Lieblingsmonster. Eigentlich mein Lieblingsheld. Ich fall ihn. Allein die Unterstützung von 4 Drohnen auf Knopfdruck, perfekt. Es ist mein Lieblingsheld. Seitdem ich den habe, benutze ich ihn eigentlich nur noch in Videos oder privat, auch wenn ich für mich zocke. Und ja, ich zocke das Spiel auch privat auf dem Tablet und auf dem Handy und am PC eigentlich wirklich nur für die Aufnahmen. Komm, 4000, komm, das Ding hin. Wir gehen erstmal auf ihn. Komm, ja, komm. Komm, noch ein bisschen, ja, 100, yes. Und jetzt kann ich ihn schon einstellen, so, oder? Nee, immer noch gesperrt, normal, erst ab dem nächsten Rang. Jetzt hatte ich auch für den frei, ja, habe ich 12.000, ach, scheiße. Okay, das kann dauern. Dann gehen wir doch erstmal hier drauf. Oder wir holen uns erstmal einen... Ja, ich würde sagen schon. Ah! Los, Kinder, macht es! Holt sie euch! Ja, yeah, ja, beschleunigt Turbo. Okay. Ich überlege, ob ich noch irgendwas zu ab. Was wollte ich eigentlich jetzt holen? Ich habe vergessen. Genau, den Alchemisten. Den Alchemisten. Wir holen uns erstmal mehr Geld. Wir stecken erstmal das ganze Geld in unseren lieben Jungen da oben und am Ende holt er uns mehr Geld raus. Das ist so im ganzen Leben so. Entschuldigung, ich hab Schluck auf. Entschuldigung, das war ein Bäuerchen. Um Geld zu machen, musst du Geld... Oh, scheiße. Nein. Shut up. No! Oh nee! Oh Kacke! Oh mein Gott, jetzt darf nichts mehr durchkommen, sonst schaffen wir es nicht. Ah, habe ich gesagt, bis Runde 40, bis Runde 60 spielen wir. Bin ich doof. Oh nein, jetzt darf hier nichts mehr durchgehen. Komm, ich brauche Clusterschlag sicherheitshalber. Jetzt darf hier gar nichts mehr durchgehen. Gott, ich hätte ihm aufbauen können. Okay, ich bin dumm. Okay. Ich bin ja so hohl. Ich hab nicht auf mein Abwehr geachtet. Oh mein Gott. Okay, jetzt darf hier nichts mehr durchmarschieren und sind wir tot. Okay, sicherheitshalber zur Unterstützung. Das muss jetzt sein. Ich liebe es ehrlich. Zur Unterstützung, sicherheitshalber, einmal auf die Mitte und jetzt auf ganz oben. Wir haben keine andere Wahl. Ja, komm, wir haben es gleich. Ja, komm, Baby. Ja, komm, 3-6. Super, perfekt. Okay, jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal sehr viel besser aus. Oh mein Gott. Das habe ich für Scheiße gebaut. Oh mein Gott. Ey, komm, wir müssen ein paar Nägel dahin legen. Das geht ja gar nicht, ey. Nägel. Ich muss mal wieder Nägel kaufen. Einfach sicherheitshalber. Scheiß auf das Geld in dem Moment. Klebefallen auch, machen wir hier hin.
So, für den Fall der Fälle. Das muss jetzt sein. Also, ja, sehr schön. Ja, perfekt. Adieu. Wir haben gleich das Geld. Ja, wir haben gleich 12.000. Perfekt. Den Kleinen machen wir jetzt einmal beweglich. Perfekt. Nicht gesperrt. Ziel unabhängig. Genau, das ist es. Perfekt. Der kann sich drehen. Das heißt, wir könnten noch einen versuchen zu bauen. Ich will schon gerne mal so ein paar von den Pflastern. Den tun wir auch erstmal fixieren. Auch auf hier. Danke. Oder warte mal, den fixieren wir in eine andere Richtung. Sicherheitshalber als Rückendeckung, falls irgendwas durchmarschiert. Man weiß nie, obwohl, warte mal. Nur für den Fall, dass irgendwas durchmarschiert, dann können wir nach hinten noch ein bisschen abdecken, bis wir den getuned haben. Das klingt jetzt im ersten Moment komisch und sieht auch verdammt komisch aus. Aber ich habe mir dabei was gedacht. Glaube ich zumindest. Aber schaffen wir den auch noch, den Turm? Ah, mein Gott, das wird nichts. Eigentlich ja, ne? Hier gehen wir wieder auf das hier. Jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen mit dem. Ich habe in der Vorrunde 60 die 12.000, ich glaube nicht. Ah, schade. Obwohl, wer weiß, wenn jetzt nochmal ein bisschen was durchmarschiert. Nee, doch nicht, schade. Obwohl, vielleicht für die letzte Runde. Für die allerletzte Runde. Oh ja, doch, die schaffen wir noch. Perfekt. Hallo. Mann, das hat mich gerade erschrocken. Ich mache was anderes. Lass mal gehen. Okay, die letzte, allerletzte Runde und sie wird easy. Da, da, da. Okay, wir haben die beiden Türme kurz gehabt. Hatten Angst um unser Leben. Ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace.